Jo, junge Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiter Let's Play von OMSI 2. Heute unterwegs mit dem Neoplan Centroliner in Bad Hügelsdorf. Ja, wie ihr denke ich mal gesehen habt, gab es eine kleine OMSI-Pause, sage ich mal, die über zwei Wochen jetzt war. Ja, sagen wir so, jetzt habe ich gerade mal wieder die Zeit, ein Video zu machen. So, also Let's Play. Ja, genau. Wir sagen, wir machen alles soweit startbereit hier und dann geht's gegen. Schweiß mal den Haufen hier. Ja, den Bus, den habe ich irgendwie auf einer Seite gefunden. Kostenlos natürlich. Ist ein ganz schickes Modell auf jeden Fall, sehr gut gelungen. Und ja, genau. Würde ich sagen, erzählen wir nicht so viel und machen alles soweit fertig. Wir fahren die 318. Ich sehe gerade, wir müssen erst einen Sportflugplatz. Von da erst anfangen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, sage ich jetzt mal, ne? Ah, ne. Samstag fahren wir doch hierher, alles klar. Das ist doch gut. Also 318, genau. 318. Und Kurs wird dann mein nächstes Ziel. Na, ja, ganz richtig ist das auch hier nicht, oder? Na, ich sehe schon. Ah, okay. Wir müssen das so eingeben. 3, 18, 0, 1 müsste es sein. Ja, das war wieder mal dermaßen klar, ne? Gut, wir machen es anders. Müsste das richtig sein, so, genau. Und dann haben wir, wenn das mal laden würde, haben wir hier um 9.38 Uhr Erfahrt. Machen wir hier ein bisschen weiter vor. So. Genau. Ah, ist mal gerade hier ein bisschen Rasen drin. Hä? What? Alles klar. Naja. Ja, nee, nee, ihr braucht nicht hier vorkommen, das könnt ihr schön vergessen. Hallo. Ja, wir haben auch eine schöne Sky-Mod drinne, also dass der Himmel anders aussieht. Sieht natürlich auch sehr gut aus auf jeden Fall, viel viel besser. Ja. Hallo? Guten Morgen!
Oh, schon wieder. Was ist denn hier los heute? Sie fahren nur weil sie einen schwachen Fahrplan ja, haben. Sie fahren wie der letzte Henker. Ganz bestimmt. Das waren gerade noch nicht mal 60 km/h. Oh, das geht mir auch so auf den Sack langsam. Ne? Das ist unglaublich. Ja, wie gesagt, haben wir gedacht, wir fahren wieder 318 als Let's Play, weil diesmal als Video wirklich lange nicht mehr gefahren. Das ist ja eines der besten Linien, sag ich mal. So, schauen wir mal. Ah, alles klar. Oh, jetzt sind wir im Bucheneck. Ja. So, hier haben wir natürlich nur wieder ein Fünfganggetriebe an Bord. Man hört es ja, dreht relativ hoch. Ja, und wie immer, wir werden die Linie nicht komplett fahren, weil es uns wie gesagt zu lange wäre, sage ich jetzt mal als Video. Ja. Ich würde sagen, wir fahren nach vorne, wenn der nächste Ort kommt. Da können wir dann Ende machen eigentlich, da haben wir auch ein schönes Video wieder, denke ich mal. Und ja.
Ja, und noch eine kurze Information. Könnte eventuell zu 90% sicher sein, dass ich Donnerstag einen Stream machen werde. Wir haben natürlich Männertag. Ja. Wird, denke ich mal, ein schöner, entspannter Stream kommen. Welche Uhrzeit? Ja. Ist spontan. Man sieht's ja dann, denke ich mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute in den Stream reinkommen, wenn ihr die Zeit habt, natürlich. Kumpel ist auch mit dem Stream dabei. Vielleicht noch mehrere, mal gucken. Machen ein bisschen BBS, also Busbetriebssimulator. Entspannten auf jeden Fall. Ja. Oh, hier will keiner mit? Ist auch was Neues. Ja, wieso ich nicht so wirklich zu Videos gekommen bin jetzt die letzten zwei Wochen da, ich meine, ihr habt gesehen, es war bei Progress gewesen. Da habe ich ein schönes Video hochgeladen. Und jetzt das Wochenende war ich auch im Endeffekt wieder unterwegs, also das heißt unterwegs direkt vor der Haustür eigentlich. Ja. Ne, seit heute haben wir erstmal die Zeit wieder für Omsi-Videos, denke ich. Könnt euch so. Eigentlich ja so wie immer, es folgt alle 4 bis 6 Tage ein Video. So soll der Rhythmus jetzt wieder da sein. Und ja, genau. Mahlzeit. Ja, und wir haben auf jeden Fall noch einige tolle Fahrzeuge, ne, die ich als Video zeigen muss. Ne? Also auch von Sobol das neue MAN Pack Version 3 haben wir am Start. Von Sobol das Solaris Urbino Pack, wo es auch wieder zig Varianten gibt. Von Elektro, von DAF-Motoren, Cummins, CNG-Motoren, ach alles. Gelenkbus. Also das ist schon echt verrückt. Dazu folgen auf jeden Fall noch Videos. Scania von Sobol. Ja. Halt einiges dabei auf jeden Fall, ne? So, jetzt haben wir noch eine Haltestelle und bei der nächsten Haltestelle beenden wir das Video. Aber ich sagen, bei Tüdelsdorf für Sommer sieht immer echt wieder schön aus. Moin. Moin. So, hier haben wir Waldeck, unser letzten Halt hier auf dem Video. Würde ich sagen, alles klar. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da, einen Daumen da oben, einen guten Kommentar, schreibt da gerne, was ihr demnächst sehen wollt. Ich richte mich nach euch und genau, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.